Danke, Tabi. Load Game. Wir haben 13,5 Stunden jetzt hier auf der Uhr. Wie gesagt, der erste Durchgang soll heute auf jeden Fall abgeschlossen werden. Und dann im zweiten Durchgang kann man auch ein bisschen mehr Zeit verbringen. Weil da kriegt man noch ein paar Bonis und neue Sachen. Die Björn einfach immer jedes Glücksrad da durchchillt. Danke, Basti. Look, there it is. But how are we supposed to take it out? My biggest gun wouldn't even put a dent in that thing. Then we will need a bigger gun. Yeah, right. Where are we gonna get that kind of firepower? Found it. Huh? Whoa. Yeah, that ought to do it. If you can get me inside the command center, I can override the targeting system and take control of that ion cannon. Let's go. Hey, pal. Today's special offer is a plasma coil, mint condition, still in the box. See you soon. Hä? Ach so. Lol. Okay. Das war jetzt aber kein neuer Fisch für dich, oder? Was? Nein, immer noch 6 von 6. 6 von 22. Okay. So. Ah! Ich könnte mir theoretisch da noch die Waffe snacken. Ich muss ja erstmal meine Ausrüstung wieder ändern. Schreckensagenten können bleiben. Scheiß Pistole kann weg. Das Ding ist noch nicht mal. Oh, das ist noch nicht mal gemaxt. Das will ich aber auch nicht mehr maxen. Dich nehme ich da hin. Easy. Dich kann ich noch maxen. Du bleibst auf jeden Fall drin. Dich nehme ich mit. Du bleibst drin. Nitro-Eruptor ist das Fluxgewehr. Hm. Ah. Switch Wings. Das geht auch. Geil. Das ist dann scheiße. Das ist das erste Rad. Frage ist, kann ich darauf dann auch zugreifen? Ja. Okay. Warte mal. Das ist das, was jetzt noch zu verändern gilt. So lassen wir das jetzt erstmal. Ich wünsch dir auch gleich was, du. Können wir den jetzt mal treffen? Danke. Ah, runter da. Geld. Natürlich kriegt man am besten Geld, indem man Terrassenmobiliar zerschlägt. Keine Ahnung.
Das kann dir bestimmt gleich einer von den Mods einmal mitteilen, ob du jetzt schon 9 Monate hast. Aber theoretisch ja. Was bist du denn? Au. Ach nee, das ist der scheiß Nitrowerfer. Ja, alle 9 Monate. Und dann per PN an Degabros im Discord. Warte mal. Also am besten. Jetzt erstmal hier lang, ne? Hier nicht irgendwo den Quackomat eingerichtet? Den jetzt wieder vergessen? Oh Junge. Quacko. Ach ne, Quacko Ray hieß das Ding. Nice. Oh, Björn hat einen Sammlerfisch gekriegt, ja? So, die Entenknarre ist fast voll. Ich muss jetzt da hoch. Ne, da ist mein Schiff. Lol. Okay. Oh, nicht gut. Wieso habe ich jetzt eigentlich mein Fluxgewehr hier nicht mit drin? Lebenstechnisch sieht das gerade echt mies aus. Stimmt, das ist dein erster, ne?
Endlich hast du dein erstes Mal erreicht. Ah, eine Trophäe. Das ist gleich ein Achievement. Welche Trophäe ist das? Erkenne ich nicht. Courtney Gears. Hat doch keine Trophäe. Warte mal. Das ist schlecht. Das heißt, ich habe jetzt die Trophäe hier für das Achievement versaut, oder was? Da gehen meine Achievements gerade nicht. Dann muss ich den Planeten der nochmal neu machen. Jetzt gehen meine Achievements an. Keine Ahnung, was der da eben nicht laden konnte. Was ist jetzt Kacke? Das heißt, ein Achievement kriege ich jetzt wohl nicht mehr für meine Liste. Nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht gut. Warum Spiel jetzt sagen? Ey! Fatality! Björn, du Arsch! Victory! Sag mal! So, Achievements sind an. Habe ich jetzt auch wieder eine Speicherkarte? Jo. Oh. Ups. Warum geht er jetzt nicht? Ach, okay. Mein Fehler.
Die Bot-Sachen funktionieren einmal nicht, also die meisten davon. Einmal kurz was machen. So, jetzt müsste eigentlich alles wieder funktionieren, hoffe ich. Erstmal. Nein, tut's nicht. Okay. Okay, jetzt geht der wieder. So, jetzt nochmal hier gucken. Jetzt sind meine Achievements hier auch wieder einsehbar. Aber wo haben wir hier Grafik? Bist du Grafik? Mir hier zu anstrengend. So.
Boah, Basti. Du hast uns alle hängen lassen. Bist einfach alleine mit der Prämie abgehauen. Verrat. Sind hier nicht bei R6, Basti. Jetzt fang nicht so an. Meine Enten rocken. Okay. Es ist fertig. Der Quacko-Blitzer. Sie wurden geblitzentet. Es regnet. Jo, Björn, würdest du mal die Finger von meinen Moves lassen, Junge?
Ah, Björn, ich hab gesehen, du hast hier ein neues Spiel gesnackt. Nächste Waffe fertig. Konntest du nicht mehr widerstehen, ja? Okay. Nanotech jetzt auf 100. Ach. Das heißt, mein Nanotech ist jetzt erstmal auf Maximum. Wie gesagt, das Achievement ist mir jetzt verwehrt. Toll. Dass ich eine von den Trophäen gesammelt habe. Die sind nämlich eigentlich auch alle ein Achievement. Und dadurch, dass da eben irgendwie die Achievements nicht richtig geladen wurden vom Spiel. Ach, den habe ich ja schon voll. Meine Schreckensagenten kann ich eigentlich auch noch voll kriegen. Das finde ich jetzt ein bisschen ärgerlich, dass ich das Achievement nicht mehr bekomme. Obwohl ich das Ding gesammelt habe. Oh, Björn. Heute kassierst du ja richtig, wa? Es nimmt kein Ende hier mit Gegnern. Und ich habe gerade festgestellt, ich habe einen Fehler gemacht. Geil. Ja.
Irgendwie komme ich wieder nicht mehr hoch. Na, hier geht's nicht lang. Das sieht gut aus. So, wenn ich jetzt hier in den Tod springe, respawnen dann die Kisten? Ich glaube, die brauche ich nämlich. Nein, sie respawnen natürlich nicht. So eine Kacke. Ein paar Waffen will ich noch auf Max bringen.
Lol, Basti hat einen Schatz rausgeholt. Was war's mit deinem Platz 2? Ach so. Ja. Na! Scheiße, jetzt habe ich das Ding aktiviert. So, ist das hier die Kommandozentrale? Weil wenn ich in der Kommandozentrale ankomme, dann muss ich nämlich nochmal zu dem einen Waffenhändler. After all those hollow fields, there is one thing you should know by now. Do not mess with Agent Clank. Das heißt, der Basti hat wieder einige Schlüssel, wa? Then we better get moving. Be careful, guys. This time, they know you're coming. Ja, diesmal wissen sie, dass wir kommen. Schön für die, ne? Nichts zum kaputt machen hier. Jörn hat jetzt auch irgendwie jede Menge Schlüssel angesammelt. Kann das sein? Björn ist jetzt bei 5 Schlüsseln angekommen, wie auch immer er das gemacht hat. Oha, Basti. Oha. Ich muss da gleich nochmal hin. Ich will jetzt, dass die Kisten respawnen. Und dann will ich an diesen einen versteckten Punkt in dieser Map ran.
Ich habe einen verfressenen Drachen an der Angel gehabt. Alles klar, Björn. Ist hier nicht noch irgendwo ein zweiter Teleporter sein? Scheinbar nicht. Oh. Das ist natürlich kontraproduktiv. So, hier sind wir dann jetzt gleich an der Stelle, wo es darum geht. Nicht gut. BB Björn. Ah, ich kriege hier jede Menge Geld. Okay, da funktioniert wieder was nicht.
Und da hat sich Björn einfach den nächsten Schlüssel abgestaubt. Fatality, flawless victory. Ja, auch ein blindes Huhn findet man Korn, oder wie war das? Langweiler. Mehr ist hier hinten nicht. Das heißt, der Bolt, den ich suche, ist wirklich an dieser einen Stelle da. Mal schauen, dass ich da diesmal hinkomme. Das Ding ist jetzt schon auf 5, ne? Alter. Das Ding hat jetzt schnell gelevelt. Immer noch die Frage, wie komme ich da hoch? Weil scheinbar habe ich hier keine Kisten zerstört, mit denen ich da hochgekommen wäre. Ach, leck mir am Arsch. Ja, ist eine scheiß Leiter. Jetzt muss ich auf jeden Fall mal was machen. Eine Giftkrabbe. Na dann, frohes Sterben, Björn.
So, die Glücksräder jetzt erstmal mit Cooldowns versehen. Und damit geht's dann weiter auf den letzten Planetos Command Center. Da muss ich einmal landen und dann kann ich zurück zu Slim. Meine ich jedenfalls. Yeah. You miss your old shield charger, huh? Lucky for you. So, das heißt, einmal zu dem, ein bisschen Geld ausgeben und dann mal schauen, wie viel wir noch haben. Dass wir vielleicht sogar noch den Klingenwerfer kaufen können, dann müssten wir eigentlich alle Waffen haben. Die wir im ersten Durchlauf kriegen können, jedenfalls. Oder auch nicht. Alter. Nehme das Ding damit. Ganz schön teuer, der Scheiß, ey. So, das Quarko-Ding ist fertig. Und das sind noch nicht mal die teuersten Waffen. Das ist das Traurige daran, weißt du? Ich mir überlege, was die teuerste Waffe kostet. Das wird böse. Vor allem, bei ihm kriege ich halt keinen Rabatt wie bei den anderen. Außer ich würde jetzt das zweite Spiel durchspielen, aber ich habe keinen Bock drauf gerade. Dann würde ich die Waffen bei Cognito gratis kriegen. Also die teuerste Waffe kostet eine Mille. Na, so weit komme ich nicht. Das Ding geht nicht so weit. Haben wir noch irgendwas zum Leveln? Nee. Okay, da habe ich nicht aufgepasst.
ist hier gerade irgendwie Leben am Limit. Oh, Level Up. Nein! Ich brauch wieder dieses scheiß Kostüm, ey. Ist ja belastend. Ratchet, you're going to need the Tira guys up ahead. Security is airtight, so it won't be easy. These robot Tyranoids are smarter than they used to be. Und liebe Leute, so klingt das, wenn manche von unseren Mods sich unterhalten. Ich will ja jetzt keine Namen nennen. Aber sie bevorzugen Nudeln. Schön, hier alle Titanballs eingesammelt schon. Jetzt noch ein bisschen Asche machen. Wo wollt ihr jetzt das? Da wollt ihr mich nicht hinhaben. Das heißt, ihr wollt, dass ich hier hochgehe, oder? Ja, das war zu früh. Na, aus der ersten Kiste nichts Prickelndes bekommen, wa? Fuck. Verpennt. Nein! Ja, wenn du so viel quatschen willst, such dir eine Partnerin oder so ein Scheiß. Wow.
Okay. Alter, alles von vorn. Das ist natürlich jetzt eine bittere Pille. Das heißt, ich muss gleich auch wieder mit denen quatschen. Oh, Björn. Du arbeitest dich nach oben, was die Rangliste angeht. Ah ne, ich muss nicht nochmal mit dem quatschen. Ich muss wirklich das Kostüm verlassen, ey. Langsam aber sicher kriegt man wieder Geld zusammen. Ist hier oben noch was? Nö. Nur halt eine schöne Sniper-Position, ne?
Uiuiui, ui, da sind die Großen. Juhu, Hacken. Hat ja auch immer so einen Spaß gemacht. Alles klar, Björn. Aber was haben denn Basti und Björn heute vor? Ordentlich ein Fass Met wegkippen? Baby Björn. Ach, hier brauche ich auch wieder dieses Laserdings. Ja, nice. Also, was habt ihr denn heute Feines vor, Björn? Okay, so war das. Ah, okay. Ist dann natürlich eine nette Idee, ne?
glaube, ich bin gleich da. Continue point. Ja, das müsste das Ziel gleich sein. Deswegen mache ich an der Stelle hier mal ein kurzes Päuschen. Also, bis gleich, Leutskis. Danke fürs WB. Und mit den Worten, dass DD sich nicht wegbumsen lassen will, sind wir wieder da. Und dann schauen wir mal. Bosskampf. We're too late. It's not gonna happen. Wieso immer Raketen? Es gibt hier ein Achievement. Für den Bosskampf. Limited Arsenal. Gehen wir mal nach ganz unten. Wo ist denn das Limited Arsenal? Ich hätte schon übersehen. Scheint so. Ne, da. Nur mit dem Schlüssel, Shockblaster, Nitro Launcher, N60 und ja. Wer hat euch denn ins Hirn geschissen, Leute? Sorry, Nefarious. Your flight's been cancelled. Annihilate him! Just kidding. You've reached my holographic voicemail. Leave your name and a brief message. Ta-ta! Ah, fine. I'll do it myself. Will ich das machen? Weiß ich nicht. So, den... Den. Da packe ich den hin.
Nee, da hab ich keinen Bock drauf. Der ist mir zu nervig. I mean, that's right, Nefarious. Your reign of terror is finally... Sucker! Hui! Okay, das Ding ist jetzt auf Level 4? Ne, 3. Das ist ein Lock-on-Mod. Um Lock-on zu Enemies, press and hold L2 und R2. Es benutzt Hyperstrahl. Oh, jetzt ist der Kampf hier fast durch und jetzt kommt ihr, oder was? Oh oh.
Echt nur am Arsch, ey. So schwer habe ich das gar nicht in Erinnerung gehabt. Base Odyssey. Now, Lawrence! If you insist. Jetzt geht der Kampf noch weiter. Oh. Nee, den habe ich irgendwie auch vergessen. Ah, schade. 17 Mal zu oft gestorben. Lawrence, engage the teleporter. Would you care to specify a destination, sir? Who cares? Just get us out of here. What? That wasn't even close to 60 seconds! We're live from the star-studded premiere of the latest Hollow film in the Secret Agent Clank series. The atmosphere is positively electric as thousands of fanatical fans clamor for a glimpse of their favorite celebrities. Agent Clank, it seems your luck has finally run out. The time has come to say goodbye. Your tricks won't do you any good this time, Agent Clank. I have been waiting for this moment a long time, and now I am going to blow you into a million pieces! Get this thing off me! Well, he got that monkey off his back. Do not even think about it. So, das war der erste Durchgang hier. Waren das Credits, die man überspringen kann? Hier. What do you mean we can't teleport to a planet? I'm afraid we're well out of range, sir. Perhaps if you had bothered to specify a destination. When will we be in range?
Oh, I'm sure something will come along in, say, 5 or 10,000 years. Ah! I don't believe this! Now what? I don't suppose you can play drums. My Blargian snaggle beast devours your mutant swamp fly. Oh yeah, I bet you didn't see that one coming. Hey, what are you doing? Check and mate. What? That's cheating! On the contrary, the rules clearly state that the Blargian snagglebeast has an allergic reaction to swamp flies that last 2 turns. Ooh, it is on again. Your luck is extraordinary, sir. But do you lose as gracefully as you win? I would not know, Maximilian. I never lose. There is a first time for everything. Agent Crank! So, wir knapp 2 Stunden sind wir. Ich denke mal, wir machen jetzt noch vielleicht 1, 2 Planeten hier und dann gucken wir mal auf was anderes. Stay tuned for more Secret Agent Clank. That was terrific. Yeah, great. Change the channel. But the man said to stay tuned. We continue our live coverage from Velden. Just hours ago, the planet was attacked without warning by a terrifying alien race known as the Tyranoids. Officials believe that an evil robotic supervillain known as Dr. Nefarious is the mastermind behind the Tyranoid attack. As you can see, the Galactic Rangers are putting up a valiant fight. But they are no match for these tentacle-eyed terrors. Indeed, this backwater planet may be completely destroyed in a matter of hours. Darla Gratch, Channel 64 News. We're going home. But Velden is in the Solana galaxy. Oh no, not the gravimetric warp drive. The untested gravimetric warp drive. The one you built from Blargian scrap metal? Coming? We are doomed. You were saying? I stand corrected. I just hope we're not too late. Ja, da sind wir wieder. Am Anfang des Games. Mehr oder weniger. Kann ich ja gar nicht verstehen, du. Komm, jetzt nehmt ihr mein ganzes Arsenal hier auseinander, weil ihr einfach nur räudig seid. Seriously, jetzt muss ich alles neu einstellen. Ihr seid ja scheiße. Thank you.
Ich hab noch nicht mal auf den geschossen. Warum explodieren die? Ja, Money, Money, Money ist immer gut. Am I glad to see you, Sarge? We're pinned down. Wow. Das ist halt das Schöne am Challenge Mode. Du kannst hier super Geld farmen. Was mir gerade auffällt, ich habe in der ersten Runde vergessen, die Arena fertig zu machen. What's the situation? The Nords have fallen back to a base in F sector. Wie kann es eigentlich sein, dass ich einen 15-fachen Multiplikator habe und gerade 3 Bolts bekomme? Get back in there, Trooper. We've got a planet to save. Yes, sir. Yeah.
Noch nicht, nicht schon wieder springen. Ich darf mich nicht treffen lassen. Here come the Noid dropships. Waste those Tyranoids. Fatality, flawless victory. Nice, Björn. Okay, hier hinten ist nichts mehr. Geht doch, endlich sind die mal auf 5. Sir, we are here to help. Well, this is an honor, and I see you brought your chauffeur along. What? No, no, no. Hold on a second, sir. Agent Clank, we must stop Dr. Nefarious. As you may know, only one man has ever faced him and survived. I've just received a top secret report on that man's whereabouts. Here, take a look. On tonight's episode of Nature's Mysteries, we examine the Florana tree beast. Deep in the dense growth of Florana's Jambu Forest lives a mysterious creature. Or maybe he doesn't. It's one of nature's mysteries. I've seen him run right through our camping site. He was buck naked, screaming and holding a banana. Or maybe it weren't a banana. It could be. One of nature's mysteries. Legend tells that this mysterious creature is actually one of the greatest superheroes who ever lived. Shamed by his recent past, he is now one of nature's mysteries. Tune in and find out the answers. We need you to find this man. The fate of the galaxy may depend on it. Are you sure this is the guy you're looking for, Mr. President? Yeah, he seems like kind of a, you know, wacko. You may be right, but he's the best chance we've got. I know you boys won't let me down. You can count on us, sir. Ah, Battle Royale, Björn, ja?
Ja, jetzt gibt's halt die Mega-Varianten zum Kaufen. Und die sind teuer. Und da ist der Wino. So, Björn, hast du gesagt, das war vorhin teuer? Das Ding ist so übertrieben teuer, Alter. Sagen wir es mal so, es kann töten. Und das sehr gut. Alles klar. Haben die mir meinen Multiplikator versaut, ey. So, der ist jetzt auch auf 5. Alter. Die machen schon mehr Damage. Sein Auftrag.
Konnte ich hier irgendwo sehen, was gerade... Wie viele von den Dings ich habe? Nee, ne? Oh, das Nanopack hatte ich auf jeden Fall. Nee, warte mal. Nope, die Trophäen tauchen auch nicht nochmal auf. Das heißt, die Courtney Gears Trophäe kann ich wohl knicken. We have company. Where? Behind you. Where? Behind you. Very funny. You having a good time? You trespass on sacred ground. Now you walk path of death. But, sir. Das war der Ausgang, na toll.
Orc has completely lost his mind. Now what? Just keep the mask on. He thinks you are his new leader. Great. Hat wieder nicht gezählt, den nur mit der Plasma-Vibe zu killen. Incoming call. This is Captain Sasha of the Starship Phoenix. The President has asked me to assist you. Hi. I see you have located Captain Quark. Yeah, we got him, but, well, he thinks he's a monkey. Of course. Bring him to the Phoenix, and we'll see what we can do. Sasha out. Look at that, Clank. This ship is amazing. Welcome aboard the Phoenix, gentlemen. Whoa. Impressive, isn't she? The Phoenix is the pride of the Galactic Fleet. She's equipped with the latest technology. Holodeck training suite, auto vendors for armor and weapons, virtual firing range, starfighter upgrade system, even a Gadgetron VG-9000 game system. A VG-9000? Of course. With a Mavic's Fireball Pro controller, VR headset, and a zero-G dance pad attachment. Bebe, dann. Will you marry me? Well, you've obviously had an exhausting trip. Why don't you stop by your quarters? We prepared a custom living area for Quark, so he won't get in your way. Come meet me on the bridge when you're ready. So. Aber jetzt kriege ich nicht mehr den Rabatt dafür. Das ist natürlich fies. Und das Ding kann ich mir auch noch nicht leisten. Schade, hat auch nicht funktioniert. How do you think he got like this? Well, the life of an intergalactic superhero can be very stressful. Yeah. Anyway, you're telling me this nutcase is our only hope for stopping Nefarious? We're hosed. Thank you.
Easy. Alles klar, Basti, dann viel Spaß und noch einen schönen Abend. Fatality, flawless victory. Und dann, ja, bis spätestens morgen. Ui, mit dem letzten Schuss noch. Ach, jetzt mit dem Schlüssel. Oh, du Scheiße. Moin Bierpunch und vielen Dank für deinen Lurk. Das ging schnell.
Falls du es noch hörst, kannst du ja noch sagen, wie es hier geht. Das ist ja mal eine ganz wichtige Frage. Der ist jetzt auch auf Stufe 4. Also Björn räumt hier heute echt ordentlich ab. So, müsst ihr jetzt langsam alles hier fertig haben, oder? Das ist ja fies. Ich kann den da nicht töten. Das war ja mies.
Oh, meine Peitsche geht bald auf Stufe 7. Und ich glaube, 8 war das Maximum von den Megawaffen. Voilà, jetzt leckt das hier. So, alle durch. Gehen wir jetzt noch einmal auf die Brücke. Und dann mal schauen, was der nächste Planet wäre. Wenn es die Arena wäre, würde ich da noch was machen. Wenn nicht, dann switchen wir mal das Game. Alles klar, Björn, dann viel Spaß euch, macht nicht zu doll, ne? Und dann wahrscheinlich bis morgen. You can look forward to being disintegrated! That's all for now. Plot a course from Arcadia. Maximum speed. Prepare the dropship for planetary assault. We're going in. We'll see you on Arcadia. Und dann heißt das zukünftig hier ordentlich Geld farmen. Also man braucht nämlich echt jede Menge. Wie teuer die Dinge. Ach, okay. Man muss die Megawaffen doch nicht fertig haben, bevor man Dings hat. Warte mal, können wir wieder was bei Special holen? Oh, wir haben auf jeden Fall 10 Stilpunkte zusammengekriegt. Ja, wir können wieder einen kaufen. So.